Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Entlinge Stinkschönes Forever. In der letzten Folge haben wir den Jäger kennengelernt und auch seine Tochter, die Hanna, glaube ich, hieß die. Irgendwas mit H, ich bin mir gerade nicht so sicher, wie die hieß. Die hatte unserem guten Nico einen Apfel gegeben, der zum Glück anscheinend nicht vergiftet war, so wie es scheint. Weil sonst wäre er jetzt tot. Auf jeden Fall haben wir herausgefunden, dass die halt zusammengehören. Also die gute Tochter, die uns mag. Jetzt ist hier schon alles abgeholzt, es ist so schrecklich. Und halt der Plünderer, der auch unseren Diddle geklaut hat gleich am Anfang, was ja immer noch unser Ziel ist, den irgendwie zurückzuholen. Und dementsprechend haben wir jetzt zumindest so ein bisschen eine Freundin, die aber halt gleichzeitig auch die Tochter des absoluten Bösen ist. Und hier verändert sich halt alles, weil jetzt der ganze Wald einfach abgekackt ist. Da singt irgendwer. Hallo, Hanna? Wenn du überhaupt Hanna hießt? Guck mal, die denken aber auch irgendwie, hier ist irgendwie was ganz Komisches in der Luft, oder? Oh, guck mal, meine Kinder gehen noch sofort hin. Ich bin noch so ein bisschen... Weiß ich nicht, ob ich ihr vertrauen kann. Bist du bitte nicht böse? Alle anderen wollen immer, dass ich zu ihnen hingehe und tun so, als wenn sie mich streichen wollen. Und in Wahrheit wollen sie mich immer nur töten. Aber du anscheinend nicht. Danke für die... Guck mal, wie sich Nico die ganze Zeit gefreut hat hier. Weil er zweimal einen Apfel bekommen hat. Also Nico ist anscheinend ihr Liebling. Danke, dass du bei der Familie hilfst. Da hinten werden weiterhin die Bäume gefällt, auch nicht so cool. Okay, also das ist unsere Freundin. Wir haben auch gerade eine Errungenschaft bekommen, die ich immer mit meinem fetten Körper hier versperre. Oh, da hinten ist schon wieder der Jäger. Das ist natürlich nicht so cool. Hat er nicht mit seiner Tochter gesprochen, dass er mal die Füchse in Ruhe lassen soll irgendwie? Weiß ich auch nicht. Also für mich steht die Tochter ganz klar irgendwie in der Verantwortung, mit ihrem Vater darüber zu reden. Aber klar, ist natürlich auch irgendwie sein Job. Keine Ahnung, ob man da irgendwas machen kann. Ach, guck mal, jetzt kommen wir hier auf die Fabrik irgendwie, oder wie? Okay, lass mal gucken, was es auf dieser komischen japanischen Fabrik hier gibt. Hoffentlich keine bösen Menschen. Oder was das überhaupt für eine Fabrik ist. Ich konnte es ja nicht übersetzen. In den Kommentaren hat es leider auch keiner übersetzt. So, aber was ist hier... Oh, oh mein Gott, eine... Oh nein, oh nein! Wie, wo kommt der denn her? Da war eine komische Ratte, aber hinter uns war einfach auch noch ein Typ. Oh nein, wieso ist der hier? Vorhin hier kann man sich nirgendwo verstecken. Ah! Oh mein Gott, das ist eine Schlachterei. Das ist eine Schlachterei. Leute, kommt alle mit. Nein, hier werden Chicken mit Nuggets gemacht. Guckt euch das an, die werden alle zerhäckselt. Ach du Scheiße. Okay, das ist wirklich ekelhaft, oder? Den wird der Kopf hier abgehackt. Die leben noch und den wird einfach lebendig der Kopf hier abgehackt. Und einfach so dahingeschmissen. Und davor werden noch die Flügel gerupft und all so ein Scheiß. Ach du Scheiße, ey. Ach, ja, nicht cool. Also da vorne ist jetzt zwar ein Chicken, aber ich glaube, den will ich dann gar nicht mehr jagen. Ich will allgemein irgendwie keine Tiere mehr jagen, wenn ich das hier so sehe. Das ist ja richtig ekelhaft, Mann. Okay, wir gehen hier ganz schnell weg. Das zieht mich irgendwie runter. Und er guckt einfach nur zu, wie da die ganzen Chicken Nuggets runterkommen. Kerkorb, ja, am Arsch. Oh, da kommt schon wieder einer. Nee, da, der flüchtet. Ist das... Oh. Warte. Ach, das war wahrscheinlich irgendein Umweltaktivist, nicht wahr? Der wollte das retten und der Hund hat ihn einfach zerfleischt. Was ist denn das für ein Spiel jetzt plötzlich? Stay out. Dann haben wir ja vielleicht doch noch ein paar Freunde. Wenn hier Umweltaktivisten am Stissel sind, können die uns ja vielleicht helfen. Das hier sieht jetzt eher nicht so aus, als wenn die uns helfen würden hier. Nee, nee, nein, nein, die helfen uns auf gar keinen Fall. Da ist einfach Fuchs und, was ist das andere? Ein Marder oder sowas? Ein Marderfell? Ja, nicht so cool. Okay, also mit den Leuten hier wollen wir, glaube ich, auch nichts zu tun haben. Ah, hier sind die ganzen Kampfhunde. Beziehungsweise, vielleicht sind das gar keine Kampfhunde, sondern die sollen auch alle getötet werden. Die sind ja alle so ein bisschen verletzt, nicht wahr? Oh mein Gott, können wir die irgendwie retten? Nee, ne? Okay, das nimmt hier eine ganz komische Route, das Spiel. Okay, also da sind ganz viele komische Hunde, die wahrscheinlich auch alle abgeschlachtet werden. Das ist ein ganz großer Ofen. Vielleicht ist das so eine Art Krematorium, oder wie es heißt, wo man Tiere oder auch Menschen verbrennt. So ein Verbrennungsofen. Ah, das wird zumindest erklären, warum die ganzen Hunde davor sind, diese verletzten Hunde. Ah, das sind wahrscheinlich Jagdhunde gewesen, aber die haben sich irgendwie verletzt und deswegen sind sie nicht mehr von Nutzen. Und deswegen werden sie wahrscheinlich getötet oder so, das kann ich mir vorstellen. Hi. Nein, oh, Hähnchen süß-sauer, es gab einfach eine Errungenschaft dafür. Ich wollte das Hähnchen nicht töten. Ich will doch keine Tiere jetzt mehr töten. Oh nein, das war das einzige Hühnchen, das entkommen ist. Und ich töte es. Ich dachte, ich kann irgendwie mit dem interagieren oder so. Das nicht fressen. Mann, das ist auch voll zutraulich. Dann töte ich das einfach. Oh nein, ich bin genauso schlimm wie die Menschen hier. Oh nein, 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 oh nein. Scheiße, was ist denn? Sind das alles Küken da hinten? Ach, das sind auch Küken. Das sind gar keine Chicken Nuggets. Die werden nur zu Chicken Nuggets. Ich dachte, das sind schon Chicken Nuggets. Aber es sind einfach Küken, die hier
rausgebrutzelt werden. Die leben auch noch alle. Und danach kommt einfach nur so eine schwarze Masse. Oh nein. Und das ist in Wirklichkeit auch so. Also ich kann jeden verstehen, der zumindest vegetarisch lebt, wenn man sowas mitbekommt hier. Ey, das ist einfach nur grausam. Da hinten sind ja auch noch alles voll. Fucking Stallhaltung, Mann. Also ich kann es ein bisschen verstehen, wenn es Freilandhaltung ist und die zumindest ein paar Jahre leben dürfen. Und es ist ja halt nun mal auch so, dass in der Natur fressen und gefressen werden. Ist halt mehr oder weniger so, damit man überhaupt überleben kann. Das, ich meine, wir sind jetzt ein Fuchs. Klar, wir können uns auch von Eiern und sowas ernähren. Aber es gibt ja zum Beispiel auch nur Fleischfresser. Die müssen halt irgendwas essen, damit sie überhaupt überleben können, nicht wahr? Und als Mensch hat man ja eigentlich die Möglichkeit, sich vegetarisch zu ernähren. Da weiß ich jetzt nicht, ob man tatsächlich zumindest nicht jeden Tag Fleisch essen muss, nicht wahr? Das ist auf jeden Fall super, super der Abfuck hier. Oh nein! Eine Dachsfamilie, die Hilfe braucht. Nein, er ist da runtergefallen und verletzt. Kann ich euch irgendwie helfen? Bist du angeschossen? Was ist mit dir passiert? Nein, er hat auf jeden Fall eine Verletzung am Hals. Oh nein. Ja, und da oben ist ein kleines Kind und das traut sich nicht, da runter zu springen. Vielleicht können wir ja Molly um Hilfe bitten, aber die wird uns das nicht verstehen, oder? Molly, wir brauchen deine Hilfe. Da hinten ist ein Dachs, der Hilfe benötigt. So, hi. Kann ich euch jetzt irgendwie helfen? Zum Aufheben. Hier, so. Okay, pass auf, kleiner Dachs. Ich werde dich zu deiner Mutter bringen. Alles ist in Ordnung, alles ist gut. Deiner Mutter geht's nicht ganz so gut, aber sie lebt zumindest noch. Okay, ganz sachte. Sonst sterben hier gleich 5 Leute auf einmal. Ich bin verantwortlich für 4 kleine Kinder jetzt gerade. Einschließlich Diddle, aber den habe ich ja schon verloren. Ja, ihr seid wieder vereint. Ich weiß nicht genau, wie ich hierher gekommen bin, aber bitteschön. Elternzeit! Ja, du schaffst das schon irgendwie, deine Mutter wieder zu flicken, hoffentlich. Also zumindest sind sie jetzt wieder zusammen. Okay, also das war mir auf jeden Fall noch ein Anliegen, dass wir das an Nacht 17 machen, auch wenn der Tag jetzt schon richtig, richtig lange geht. Wir müssen unbedingt schnell wieder zu unserer Unterkunft. Die Sache ist, wir haben auch nicht mehr so viel zu essen. Hab nicht so viel zu essen heute gefunden, beziehungsweise der Tag war einfach viel zu lang. Oh, zumindest 3 Kinder immer noch am Leben und das Dachskind haben wir auch noch beschützt. Aber eine aufbrausende Nacht 17, muss ich sagen. Brauchen wir auf jeden Fall ganz schnell was zu essen. Nacht 18. Oh, wir haben eine neue Spur, aber lass doch mal schauen, ob es den Dachs, ob es der Dachsfamilie gut geht. Das wäre mir ein Anliegen, dass sie zumindest überlebt haben, weil sonst war das ja alles komplett umsonst, was wir die letzte Nacht gemacht haben. Hallo Mr. Dachs, geht es Ihnen gut? Ist das? Ja, das ist der verletzte Dachs. Willst du mir was zeigen? Ich folge dir gleich, Dachs. Aber Essen ist gerade auch wichtig. Hier, geh mal rein, lieber Jay, müsste das sein, der Rote. Das sieht richtig lecker aus. Ja, geil, das wird bestimmt richtig viel auffüllen. Ja, guckt euch das an. Voll? Nee, aber fast. Hundefutter oder so. Er will uns tatsächlich was zeigen. Okay, danke. Was auch immer mir du damit zeigen wolltest. Very interesting, bringt uns aber auch nicht so viel. Ist halt eine Abkürzung, okay. Aber ehrlich gesagt will ich in dieser Fabrik gar nicht mehr länger sein, weil hier einfach nur alles scheiße ist. Aber hier soll auf jeden Fall noch irgendetwas sein. Die reden irgendwas da drin. Ja, da drin wird ein Hund irgendwie gequält. Da quietscht auf jeden Fall irgendwas drin. Oder dem wird das Fell abgezogen oder sowas. Okay, ganz uncool. Richtig uncool. Naja, die Nacht ist fast vorbei. Ich glaube, denen können wir hier gerade nicht weiterhelfen. Den hier eventuell irgendwann. I don't know. Oder vielleicht können wir denen jetzt schon irgendwie helfen? Irgendwie müssen wir denen helfen können, oder? Nein! Jay! Was tust du? Nice. Jay ist jetzt ein echter Krieger geworden. Hat sich das auch nochmal gelohnt, hierher zu kommen? Na gut, wir gehen wieder nach Hause. Dennis hängt irgendwie immer hinterher. Ich weiß auch nicht. Dennis ist ein bisschen komisch heute. Guck mal, der ist verdammt langsam. Dennis, was ist mit dir? Okay, wir nehmen Dennis mal so mit, weil der anscheinend nicht mehr so viel Energie hat. Hey, der geht doch so geduckt. Okay, ich habe ein bisschen Sorge um Dennis, muss ich sagen. Warum ist Dennis so langsam und geht so geduckt und alles? Der findet doch die ganze Zeit die Maden. Kann doch nicht sein, dass der jetzt irgendwie keine Energie mehr hat. Der ist tatsächlich viel langsamer. Was ist denn da? Okay, da müssen wir auf jeden Fall drauf achten die nächsten Tage. Aber vielleicht braucht er auch einfach nur eine Runde Schlaf. Das kann natürlich auch sein. Nacht 19. Whitey Schneidi. Dann, oh, jetzt haben die hier überall Licht aufgestellt. Aber wenn es regnet, sind ja Menschen eher weniger draußen. Da ist ein Mensch, allerdings hat der eine Gitarre. Und wir wissen alle, Menschen mit Gitarre können nicht böse sein. Oh. Hi.
scheint lieb zu sein, wie die mal einen Apfel dabei haben. Nimm ich, dankeschön. Oh, ja, guck, es gibt nämlich auch nette Menschen. Man muss einfach nur darauf achten, ob die singen oder eine Gitarre dabei haben. Das sind dann immer die netten Menschen. Nun gut, Nacht 19 war wieder nur ein Tag, wo man Essen ranschaffen musste und seine ganzen Welpen irgendwie am Leben lassen sollte. Sonst ist nichts Spannendes passiert, außer halt dieser einen netten Dame, die da für uns ein Liedchen gespielt hat. Dann Nacht Nummer 20. Eine neue Spur. Immer der lilanen Spur nach. Immer der lilanen Spur nach. Immer der lilanen Spur nach. Dann kommt man irgendwo an. Hey, die Tochter scheint sogar mit ihm zu reden, dass er es bitte lassen soll. Ja, also sie ist auf jeden Fall auf unserer Seite. Sie will, dass Diddle gerettet wird. Vielleicht ist das jetzt alles nachdem passiert, nachdem wir bei ihr waren. Nachdem sie uns kennengelernt hat, wisst ihr? Ah, er kriegt Geld dafür, dass er den verkauft. Und sie trägt Diddle. Ah, okay. Das war ein Fell, das da drauf war. Man kriegt für das Fell Geld und deswegen jagt er uns. Wegen der Gier der Menschen mal wieder. Man kennt's. Er will einfach nur Money, Money, Money aus dem Leben der Füchse schlagen. Und dafür tötet man dann kleine Babywelpen oder was. Toller Typ, geiler Typ, richtig geil. Die Sache ist, wir brauchen jetzt wirklich was zu essen. Wo kriege ich jetzt was zu essen her? Wir haben halt wirklich gar kein Essen mehr. Ich bin gewillt, glaube ich, mal zum Dachs zu gehen. Und sein Wurmloch zu benutzen. Denn auf der anderen Seite gibt es doch bestimmt irgendwas zu essen. Oh nein! Irgendeiner braucht ganz dringend Essen. Ah, hier ist was zu essen. Oh, der Dachs hat uns gerettet. Ein Glück haben wir den Dachs gerettet, dass wir gerettet werden konnten. Okay, aber nur ein bisschen. Wir brauchen auf jeden Fall viel mehr zu essen. Wir müssen jetzt erstmal auf Nahrungssuche gehen. Dafür sind diese Zwischentage halt richtig wichtig. Hier, nehmt alles, was ihr kriegen könnt. Bitte überlebt. Alter, das hatte ich noch nie. Da war sogar so ein richtiges Symbol, dass er einfach Hunger hatte. Also meine Welpen können auf jeden Fall auch verhungern. So viel steht fest. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal ganz viel Nahrung finden. Wir könnten noch einen Fisch jagen. Fischi, 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 Fischi. Hoffentlich gibt es hier überhaupt Fisch. Gibt es hier noch Fisch? Hier gibt es gar keinen Fisch mehr. Schlecht. Ich höre Frösche, aber keinen Fisch. Dann natürlich blöde jetzt. Kein Fisch, keine Nahrung. Überall keine Nahrung mehr im ganzen Wald. Wahrscheinlich, weil die hier tatsächlich alles abholzen, nicht wahr? Vielleicht kriegen wir zumindest noch ein Ei oder so. Hier ist auch nichts mehr. Oh nein, vielleicht war ich zu langsam. Und deswegen ist alle die Nahrung weg. Das ist einfach ein Zermürbungskrieg, den die Menschen hier gegen uns fahren. Je länger ich hier umherirre, desto mehr Nahrung brauche ich. Aber es gibt keine Nahrung mehr, weil die alles abholzen. Schlecht. Nein, ach, hier ist jetzt alles vermüllt. Deswegen... Ach du Scheiße, war das am Anfang auch schon so? Deswegen sind hier keine Fische mehr. Ich glaube, ganz am Anfang waren hier mal Fische. Aber inzwischen ist hier wirklich nur noch alles tot. Ja, dann würde mich ja mal wirklich interessieren, wie unser erster Unterschlupf aussieht. Ob der auch zugemüllt ist oder kaputt gemacht wurde oder was auch immer. Weil an sich, diesen Unterschlupf kennen sie ja, weil hier war ja der Jäger und hat unseren Diddle geklaut. Ja, aber hier ist noch alles in Ordnung. Dann Nacht 21, die wir hoffentlich überlegen. Und es regnet und regnet und regnet. Es hört gar nicht mehr auf. Ohne neue Spur. Nice. Ah, er hat Diddle eingeschläfert oder was? Also ist das so ein... Ja, ich glaube, das ist irgendwie so ein... Unmächtigkeits-Stuff. Irgendwie sowas. Ich habe kein Essen mehr. Meine Leute sterben. Excuse me. Oh, der Jäger ist weg. Very interesting. Und eben hat er ja auch irgendwie seine Tochter vergiftet. Wahrscheinlich nicht mit Absicht. Aber hat er auf jeden Fall gemacht. Ich brauche Essen. Excuse me. Das ist schlimmer als in jedem Roguelike, wo man Herzen braucht. Ich finde kein Essen, Leute. Da haben wir noch irgendwas. Aber Essen! Wir müssen vielleicht doch nochmal in die Fabrik gehen. In der Hoffnung, dass es da Essen gibt. Ja, also das verstehe ich nicht. Irgendein Giftkram auf jeden Fall. Wir müssen in die Fabrik gehen, es tut mir leid. Ich muss ganz schnell irgendein Hühnchen essen oder sowas. Scheißegal. Hauptsache nicht verhungern. Das sieht ganz, ganz schlecht aus gerade. Aber richtig schlecht. Oh ja, einem geht's schon wieder nicht gut. Scheiße, 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 scheiße. Ach! Hier, wir brauchen ganz schnell was. Seine Lebensleiste schwindet. Oh nein, 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 oh nein. Wie soll ich denn so schnell jetzt was zu essen finden? Hier ist ja nix. Oh, damn. Also es wäre natürlich einfacher, wenn einer von denen stirbt, weil wir dann weniger zu essen bräuchten. Aber es soll keiner sterben.
Ein Ei oder so wird mir doch schon lang. Kriegen wir gar nichts. Können wir irgendwie ein Chicken töten? Wir sind doch genug von diesen Dingern. Scheiße. Ja, ich finde nichts. Was soll ich machen? Ist das hier was? Das ist was zu essen! Hier ist. Schnell! Kommt her! Ess das! Oh, das hat geholfen. Oh mein Gott, hier ist ganz viel zu essen. Ne, nur ein Ding, ne? Nur ein Teil? Oh nein, das wird nicht lang. Okay, aber wir haben abgewendet, dass er stirbt. Aber richtig knappi. Hier ist noch ein Ei, aber da komme ich auch nicht hin. Das ist der komplette Abfuck. Hier haben wir ein Ei. Okay. Hä? Ich hätte nicht gedacht, dass in diesem Spiel die Essens... Oh, ach, da kann ich auch hochklettern. Ja, cool. Die Essensversorgung das Schwerste sein wird. Komme ich auch irgendwie an das zweite Ei daran? Das wäre richtig toll. Können wir Score damit beauftragen? Ja, Score kann auch ein Ei holen. Let's go. Okay, also Score ist auch sehr, sehr wichtig, weil wir wahrscheinlich von diesem mittleren Ast einfach runterkrachen würden. Sehr gut, Score. Wir müssen gleich noch unseren... Wer ist denn das? Jay müssen wir abholen. Oh, das bringt richtig viel, das Ei. Nice. Okay, das Ei war aber richtig wichtig, dass wir das da gerade bekommen haben. Also ohne Nico wären wir jetzt auf jeden Fall tot. Dann einmal Jay wiederholen. Okay, Jay weiß wieder, wo wir sind. Hallo Jay. Okay, wir haben dich gerettet. Du warst zwar gar nicht bei uns, aber weil Geschwister natürlich alle miteinander verbunden sind, über ein magisches Band, hat das was gebracht, dass Score und Dennis gegessen haben, dass Jay dadurch auch satt wurde. Dann würde ich sagen, schauen wir noch einmal kurz beim Dax vorbei. Der hat ja eigentlich immer noch was zu essen für uns. Ja, guck, hier gibt es immer was zu essen. Immer. Also den können wir auf jeden Fall immer mal wieder besuchen. Ja, jetzt geht es doch wieder gut. Vom Essen her. Dann können wir jetzt auch endlich mal wieder die Suche nach Diddle voranschreiten lassen. Das ist echt schlimm. Also man muss erstmal seine Grundbedürfnisse stillen, damit man dann die Suche nach seinem Kind fortsetzen kann. Ich habe immer noch keine Ahnung, was er da überhaupt hat. Tic-Tacs? Aber er hatte Diddle dabei. Und hier können wir auf jeden Fall auch schlafen. Ach, guck mal, der Dax ist auch bei uns hier. Jetzt sind wir eine größere Familie geworden. Eine Patchwork-Familie. Nett, fehlt nur noch der Diddle, dann geht's uns gut.